Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Wow, heute mit ganz anderer Betonung, aber ich bin auch mega happy, euch heute den Danish King von Burger King in der Plant-Based-Variante vorzustellen. Der Danish King, den gab es schon ein paar Mal bei Burger King, ist ein richtig cooler Burger, inspiriert von einem dänischen Hotdog, könnte man so sagen. Da ist nämlich noch Remoulade drauf, Röst, Zwiebeln und was gehört noch dazu? Gürkchen sind hier auch drauf. Ein richtig guter Burger, wie ich finde. Und so sieht er aus. Oh mein Gott, mit dieser geilen dänischen Remouladensoße. Ich liebe sie. Ketchup ist auch drauf, Röstzwiebeln, Gürkchen und das Ganze plant-based. Wenn es mal kein Beef sein soll, ja. Na, Beef gibt es ja schon genug. Wenn man mal einfach ein bisschen Abwechslung haben will. So, Beef gibt es ja schon genug auf YouTube, wollte ich sagen. Zwischen menschlich und woanders vielleicht auch. Und deswegen plant-based ist... Ist nicht die Lösung für zwischenmenschlicher Beef, aber eine schöne Alternative. Und ich zeige euch den jetzt mal in Großaufnahme. Mann, was laber ich heute eine Kacke. Und so sieht er aus, der Danish King. Ich habe schon leider das Bun ein bisschen mit meinen Fingern zerstört, weil so viel geile Soße drauf ist, dass er so ein bisschen am Burger festgesaugt war, das Brötchen. Plant-based könnt ihr hier sehen. Und die Röstzwiebeln und die Gürkchen, dänische Remoulade, Ketchup. Einfach ein geiles Teil. Und jetzt wird probiert. Ich habe es damals schon gesagt. Wenn man sich so einen Hotdog bei Ikea macht, ne, mache ich auch mal ganz viel Röstzwiebeln drauf, dänische Remoulade und Gurken. Boah, ich finde diese Kombination einfach so geil. Und hier hat man ja auch nicht gegeizt bei dem Burger. Tatsächlich finde ich das Burgerbrötchen, ich hatte jetzt zuletzt den King's Beef gegessen, Raclette, ist das halt ein bisschen trocken. Auch wenn da viel Soße drauf ist, ist das Brot, aber das haben ja alle diese kleinen Burger gemeinsam, kommt mir dann doch ein bisschen trocken vor. Wenn man da so ein Mini-Brioche hätte, das wäre Luxus, das wäre geil. Also ein eigenes, kleines Brioche-Brötchen oder einfach ein bisschen dünner hier oben, sodass das Verhältnis von Fleisch zu Brot zugunsten des Fleisches bzw. des Plant-Based Patties und der Auflage ausfällt. Das wäre richtig geil. Es ist ja schon sehr fluffig, aber mir ein bisschen zu viel Brot. Ansonsten, lecker wie immer, auch als plant-based. Ich finde, es ist ein geiles Teil und ich bin großer Fan von. Ich rätsel gerade jetzt wegen den Punkten, aber ich muss ihm auch 9 Punkte geben. Ich finde, er ist perfekt konzipiert, aus dem Thema wirklich sehr, sehr gut. Rausgeholt, genug Soße war immer ein Kritikpunkt. Und das Brot ist das gleiche wie bei dem anderen auch. Damals wie bei dem Danish King, als ich den getestet habe mit dem Fleischpatty. Und deswegen bekommt er von mir auch stolze 9 Punkte, weil es einfach ein geiler Burger für zwischendurch mal ist. Kostet so um die 3 Euro und ist top gelungen. Schön, dass er wieder da ist. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben, dann könnt ihr auch sagen, schön, dass er wieder da ist, der Guru. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi.